Ich weiß, es war schön, aber ihr könnt nicht jeden Tag ein Video von mir erwarten. Ich meine, es ist Wochenende, heute mache ich sicher kein Video. Verdammt! Ja, wie ich gerade feststellte, läuft die Kamera. Demnach mache ich heute wohl doch ein Video und ich hoffe, es wird ein interessantes für euch. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es nennen soll. Fünf Fakten Video, Ticks, Angewohnheiten. Tja, eigentlich wollte ich wirklich ein Fünf Fakten Video machen, da ich meinen neuen Zuschauern gerne einen tieferen Einblick in mein Wesen geben möchte. Und deswegen wäre ein Fünf Fakten Video eigentlich gar nicht so schlecht. Doch als ich anfing, an Fünf Fakten aufzuschreiben, fiel mir auf, dass es fünf sehr seltsame Fakten sind. Und deswegen möchte ich es eigentlich gar nicht Fünf Fakten Video nennen, denn dann wäre es so, als wären alle Fakten über mich sehr seltsam. Deswegen sollte ich es wohl einfach fünf Tatsachen nennen oder ja. Ja, das wäre auch. Ja, fünf Tatsachen kommt wieder auf selber raus. Also fünf Ticks oder so. Also ihr habt es einfach, ihr könnt schon sehen, wie ich es jetzt genannt habe, aber ja. Ich wollte euch zeigen, dass es sehr schwierig war für mich, das zu entscheiden, was ich jetzt noch nicht entschieden habe. Das ist so verwirrend. Also, fangen wir an. Wie viele von euch jetzt ja schon wissen, komme ich aus Wien. Und nun ja, das Licht hat sich gerade geändert. Und nun ja, es gibt eine Angewohnheit, die ich habe, wenn ich in Wien in der Stadt herumgehe. Und zwar betrifft diese Angewohnheit dieses Haus. Ja, dieses Haus. Nun ja, was kann ich zu diesem Haus sagen? Es nennt sich das Haas-Haus. Mit 2 A. So. Und nun ja, jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater oder mit anderen Freunden an diesem Haus vorbeigehe, ich sage mit meinem Vater, dass dieser Tick, diese Angewohnheit mit meinem Vater eigentlich erst angefangen hat. Nun ja, wenn ich mit eben Freunden oder meinem Vater an diesem Haus vorbeigehe oder es sehe, dann sage ich immer Folgendes. Ah, das Haashaus, da wurde mal Kommissar Rex oben gedreht. Ja, da ist eine Bombe explodiert. Kommissar Rex ist eine Kriminalserie mit einem Hund. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich habe vergessen, die Uhr von der Wand runterzugeben. Das heißt, bis jetzt könnt ihr im Hintergrund vielleicht ein kleines Tick-Tack hören. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut, denn ich drehe das jetzt nicht alles nochmal neu, nein, sondern ich lasse das jetzt. Und die Uhr kommt jetzt weg, so wie jedes Mal, bevor ich anfange zu drehen. Doch dieses Mal habe ich drauf vergessen. Wie dem auch sei, Kommissar Rex ist also eine Serie mit einem Hund. Ja, und dieser Hund ist ein Polizist. Und nun ja, es ist eine Serie mit richtigen Menschen. Das heißt, es ist kein Zeichentrick oder sowas, sondern ja, dieser Hund ist halt der Begleiter von einem Polizisten. Und in der Serie ist eben auf diesem Haashaus eine Bombe explodiert, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist einfach, ja, ist halt so eine Serie. Hahaha. Aber irgendwann wurde es für mich zur Angewohnheit, das jedes Mal zu sagen, sobald ich an diesem Haus vorbeiging. Und nun ja, meistens baue ich irgendwelche Geschichten drin ein. Wenn jemand etwas Bestimmtes sagt, gehe ich darauf ein und erwähne dann zufälligerweise dieses Haashaus, sobald wir in der Nähe von dem Haashaus sind. Und erwähne dann noch, naja, Telefon. Ja, ich warte nur, bis es wieder leise ist. Ich habe die Uhr vergessen. Schlecht.